Hallo Leute und herzlich willkommen bei Dark Souls Prepare to Die Edition. Kurz vorneweg, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, New Game Plus, ja oder nein? New Game Plus Plus, ja oder nein? Eure Gedanken, Anregungen dazu bitte in die Kommentare. Und bitte spoilert nicht mehr in den Kommentaren für Leute, die das Spiel noch nicht kennen, wenn ihr Sachen habt, wo ihr meint, die ich nicht wüsste, oder Sachen, die ich vergessen habe, bitte per PN an mich, ja. Das wäre sehr nett. Da leuchten die Augen. Denn ich denke, es gibt noch genug Leute, die Dark Souls nicht gespielt haben. Da ist schon eine blaue Grütze am Boden. Deswegen mag ich das Gespoiler nicht. Steht auch rein. Warum leuchtet der jetzt rot? Ist der aggressiver als die anderen? Sieht zumindest so aus. Nur weil diese blaue Grütze. Da sitzt jemand. Ja, yeah, ich habe Abfall erhalten. Siss, die fallen einfach von der Decke. Oh, die droppen große Scherben. Nice. Da oben turnt auch irgendwo einer rum. Gott, das ist riesig. Das ist riesig hier. Ah, da ist eine Magierin. Na, du Olle, wie sieht's aus? Küsschen links, Küsschen rechts? Nee. Da vorne sind auch zwei. Oh, das sind fünf! Ich kann mich da nicht rüberrollen, das ist blöd. Ich denke, wir packen mal Pyromantie aus. Oder, Leute? Die lassen sich auch nicht pullen, ich sehe schon. Jetzt lässt es sich pullen. Ja, komm, komm die Treppe rauf. Ah, na, doch kein Backstep. Boah, was hat denn wieder gezaubert? Puff, Fibresnebel wahrscheinlich. Grüne Scherbe. Au, da ist noch eine. Okay, da vorne sind fünf so kleine Viecher und eine Magierin. Was sagt uns das? Das sagt uns ganz einfach, dass sie es ernst meint. Ich habe hier ein paar Spielsachen für euch. Bam! Ja, bevor ich Magie benutze, sollte ich vielleicht den Drachenring ausrüsten. Das macht nämlich meine Pyromantie stärker. Jetzt. Gott, bin ich jetzt erschrocken, da drüben die Statuen. Na du Olle. Ich denke nicht, dass ich da drin stehen will in dem Nebel. 314 Schaden. Okay, ich bin fast tot, das ist schlecht. Diese blöde Tussi kommt mir aber auch nicht nach. Na, komm her. Okay, da was dabei. Eieiei. Große Scherbe. Zaubert sie mir einfach so einen komischen Feuerball in. Ja, nicht Feuerball, aber so eine finstere Kugel in den Arsch. Friss, Chaos, Feuerball. 526 Schaden. Gott, ist das geil. Droppt die was? Nee. Da vielleicht irgendwo eine geheime Wand? Ein Kamin vielleicht? Nee. Finsterer Nebel. Das ist wahrscheinlich das, was sie gezaubert hat. Finsterer Nebel. Obwohl finster Nebel der Menschlichkeit recht nahe ist, ist er doch ein schreckliches Gift für Menschen. Vielleicht spiegelt es seine Grausamkeit gegen die Seinen wieder. Okay. Hier vielleicht? Nee. Wer lacht denn da die ganze Zeit? Da gehen Treppen hoch.
Szene hält. Ach, das ist das, was ich von da oben gesehen habe. Okay, aber da ist ein riesiges Loch. Das sollte ich vielleicht nicht runtergehen. Ich denke mal, ich muss hier hoch. Ich bin auch persönlich ganz drauf gespannt, wie lange der DLC ist. Gesagt wurde ja, glaube ich, so um die 10 Stunden, aber das glaube ich fast gar nicht. Hier irgendwo eine unsichtbare Wand? Nee. Nein, 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 nein. Hier vielleicht? Nee. Ach, da ist er! Der Kerl mit dem Lachflash die ganze Zeit. Da drin ist ein Lagerfeuer. Oder ein Kaminfeuer, besser gesagt. Da läuft auch noch einer. Gibt's wieder so viele Sachen zu entdecken. Aha! Hier ist auch noch eins. Das sah jetzt schon ein bisschen offensichtlich. Ja, hier ist eine Truhe. Ne, die ist echt. Okay. Ein roter Brocken. Ach, da war ich vorher unten. Das scheint nur ein Rückweg zu sein. Gut, dann starte ich mal den anderen Besuch ab. War der jetzt? Hier war er. Hallöchen, ich bin der Postbote. Ich bringe Schnitzverletzungen und den Tod. Das ist eine Fake-Kiste. Hey! So geht's nicht mehr, Mimik. Au, ich hab vorbeigestochen an ihm. Das ist ja auch nicht schlecht. Ein Wappenschlüssel. Für was brauche ich einen Wappenschlüssel? Verbogener Wappenschlüssel. Die Kerbe des Wappens sind verschwunden und die Tür mit einem mächtigen Zauber versiegelt. Okay, alles sehr kryptisch. Wow, da steht einer. Platzieren die Gegner einfach hier hinter der Säule. Da geht eine Leiter runter, da geht's auch raus. Gott, warum ist das alles so groß und weiträumig? Okay, da geht's. Nee, da will ich nicht runter. Will ich da runter? Ich weiß es nicht. Okay. Ach, das war ein Rückweg. Brr, brr, brr. So ein Mist. Wäre ich doch nur den anderen Weg gegangen. Moment, das war hier. Und dann hier gerade durch, glaube ich. Ja. Gut, dann gehe ich hier mal die Leiter runter. Und was finden wir? Nichts. Hä? Ist da weiter? Nee. Warum ist hier eine Leiter, Gottverdammt? Für was? Das ist die große Halle, wo ich vorhin war. Ja, hier war ich vorhin. War? Nein, ich frage jetzt nicht warum. Ja, es ist einfach eine Leiter hier. Gut, lassen wir es dabei. Der schreit immer etwas. Wer schreit hier? Ah, hier ist überall diese komische Grütze. Ach, guck mal, da war ich vorhin oben. Und ich laufe auf der Seite eines Gebäudes, fällt mir gerade auf. Okay. Ach Gott, da vorne sind haufenweise Magier-Tussen. Da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Ein Aufzug. Wo komme ich da jetzt hin? Ach, da bin ich hier. Okay. Wieder eine Abkürzung geschaffen. Das ist schon mal super, falls ich sterben sollte, was ich nicht hoffe.
Aber man kann es ja nie wissen, ja? Gestorben ist man ja schnell. Gut, dann kann ich noch hier vorne weiter. Ich denke mal, ich nehme wieder hier diesen Helm. Ja, das glaube ich ist intelligenter gegen so viele Feinde. Gott, da links steht auch noch einer. Genau, komm zu Papa. Außer du. Die machen viel Schaden. Scheiß Hexe. Boah, Hälfte Lebensenergie weg. Ich glaube, es hackt. Boah, die sind da krass. Und ich habe schon gesagt, hey, die halten nichts aus. Die sind total einfach. Alter. Große Scherbe. Wenig, mindeste, was sie mir geben können. Gott, der DLC ist ja krass. Krassikowski. Hier irgendwo was? Nee. Anderen Seite vielleicht? Nein! Keine 10 Millionen Seelen für mich versteckt oder so. Da vorne steht irgendwas. Ich höre irgendetwas schreien. Ich schaue nochmal das letzte Mal aufs Tageslicht. Das sieht ja geil aus. Das erinnert mich irgendwie an den Bosskampf aus Demon's Souls. Was ist das? Alter! Guckt euch das Vieh an! Der hat eine Kugel aus Arm. Was bist du? Geh weg! Geh weg! Okay, so wird zu meinem Chaos-Wirbel. Das heißt wohl Nahkampf. 41 Schaden. Ihr wollt mich doch trollen, oder? Eleganter Zwischenboss, muss ich schon sagen. Trink! Das ist ein eingeketteter Golem oder sowas. Ich kann es nicht genau erkennen, aber es sieht so total strange aus. Oh, der Hund zieht Ausdauer. Alter. Komm, verlump. Au. Alter, zieht der ab, ey. Ich denke mal, als Magier hättet ihr da vielleicht bessere Chancen. Oder ich zumindest, wenn ich mehr Feuermagie dabei hätte. Aber das habe ich ja nicht. Gott, der war heftig. Kettenhelm, Kettengamaschen. Okay, da schaue ich jetzt nicht nach, ob die besser sind. Die sehen nämlich schon schlechter aus. Da lasse ich das lieber. Die Frage ist jetzt natürlich, was hat der Kerl bewacht? Da vorne wird es dunkel. So. Hier vielleicht irgendwo was versteckt. Nein. Nein. Nein, hier ist überhaupt nichts. Zumindest auf dieser Seite. Hier vielleicht? Nö, auch nicht. Ja, ich weiß, warum laufe ich jetzt hier die Wände ab, werden sich manche denken. Es könnte eine versteckte Wand dahinter sein. Die sieht man ja nur mit Licht hier im DLC. Boah, hier wird es immer dreckiger. Gibt's nochmal einen Aufzug? Ah, mit Feind! Lass dich plündern. Da kommt er doch noch runter. Okay, wir sind jetzt irgendwo ganz, ganz tief unten. Und hier sind schon mal Gitterstäbe. Das kann ja schon mal ziemlich gut sein, oder?
Ja, ein Leuchtfeuer, Gott sei Dank. Aber ich glaube, ich habe eine Idee, wo ich den Wappenschlüssel Schlüssel brauchen könnte. Jetzt. Da war doch oben bei... bei Ritter Artorias oben eine verschlossene Tür mit so einem kleinen Turm. Vielleicht kann ich den Schlüssel da benutzen. Vielleicht geht da was. Moment, dann ziehe ich mich mal wieder um. So, genau. Vielleicht brauche ich da oben den Wappenschlüssel. Sonst habe ich nirgendwo eine verschlossene Tür gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, da vorne ist der Turm. Aha, dafür ist der Wappenschlüssel also gut. Dann gehen wir doch mal nach oben, gehen wir doch da mal. Oh, cool, ist das ein Schmied? Boah, guck dir mal den Bogen an. Heilige Scheiße. Der Kerl sieht doch cool aus. A visitor, have we? Thou must be the one who freed Artorias. An old friend he was. Thanks to thee, he left this world with honor intact. And here I am, retired and blind. Of little help to thee, I'm afraid. Dragons shall never be forgotten. We knights fought valiantly, but for every one of them, we lost 70 of our own. Exhilaration, pride, hatred, rage. The dragons teased out our dearest emotions. Thou will understand one day. At thy twilight, old thoughts return. In great waves of nostalgia. There's very little to be said. What good is a dog with no hares to hunt? But I'm lucky to be alive, I suppose. There's very little to be said. What good is... But I'm... Okay, sagt nicht mehr. Gut. Ach, guck mal, ist der Kerl, der die Masken schnitzt. Wem können wir Sachen kaufen? Gauks großer Pfeil. 105 Schaden. Nicht schlecht. Ach, das ist Gauk anscheinend. Gauki, Baby. Farewell, human. Lead thy life, as thou seest fit. Der war ja schon ganz schön fleißig. Dem ist ziemlich langweilig hier oben anscheinend. Das ist also Gauk, okay. Dann kann ich bei dem Sachen kaufen. Sehr, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, liebe Leute, machen wir in der nächsten Folge weiter hier bei Dark Souls Prepare to Die Edition. Und dann gehen wir unten in diesem Kellergewölbe weiter, wo es stockfinster ist. Ich hoffe mal, dass der DLC noch ein bisschen länger geht. Bisher war das ziemlich cool. Und ja, bis dann, Leute. Wie immer, stay tuned and so long.